Ein Lied aus Afrika für Sie. Hallo Jumbo, es ist alles okay. Wir sind da, wir sind stark. Hakuna Matata. Jumbo, Jumbo sana, abari gani, uzuri sana, wageni, karibuni, kwa Bwana Yesu, Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo Bwana, Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo sana, Hakuna Matata, wageni, karibuni, Hakuna Matata, Afrika karibu, Hakuna Matata, wazungu karibuni, Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo, Jumbo sana, habari gani, mzuri sana, wageni, karibuni, kwa Bwana Yesu, Hakuna Matata, Jumbo, 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 Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo, Bwana, Hakuna Matata, wageni, karibuni, Hakuna Matata, Afrika karibu, Hakuna Matata, mzungu na weusi, Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo, Jumbo sana, habari gani, mzuri sana, wageni, karibuni, kwa Bwana Yesu, Hakuna Matata. Jumbo sana, Hakuna Matata, Jumbo Jumbo Bwana, Hakuna Matata, wageni karibuni, Hakuna Matata, watoto karibu, Hakuna Matata, karibu karibuni, Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo, Jumbo sana, habari gani, mzuri sana, wageni karibuni, kwa Bwana Yesu, Hakuna Der Solidarische ist der Autobahn der Regierung auf der ganzen Erde. Aber es ist doch solidarisch. Wir können ja wohl für drei Wochen das Bundespräsidenten abzusetzen. Echte Demokratie. Ich freue mich total, dass so viele Menschen sich auch hier in Erfurt wie in ganz vielen anderen deutschen Städten, auch in Städten in Europa und auf der ganzen Welt versammelt haben. Ich selbst mische mich ein in die Politik, ich engagiere mich. Und das tue ich nicht, weil mir Politik so viel Spaß macht, sondern weil ich es inzwischen gesehen habe. Ich muss es tun. Ich bin Politiker geworden aus Notwehr. Verluste werden verstaatlicht, Gewinne sind weiterhin privat. Lassen Sie uns für eine Umkehr streiten. Für was stehst du hier? Für den... nicht für... also für Gegenkapitalismus. Ich kämpfe jetzt gegen diese Regierung an. Ich lasse mir es nicht mehr gefallen. Leute, macht mit! Wir haben das Geld, wir haben die Zeit, wir haben die Macht, wir haben die Kraft. Alles, was uns fehlt, ist Solidarität. Deshalb rufe ich auf, seid solidarisch, seid wirklich 99% und die Occupy-Bewegung geht weiter. Bewahren Sie Ihren Idealismus. Wir sind auf zivilgesellschaftliche Initiativen angewiesen, weil die Politik von mächtigen Interessensgruppen in Schach gehalten, allein keinen Systemwechsel bewirken kann. Sie braucht richtungsweisenden Druck von unten, klar artikulierte Forderungen und viele gute Ideen. In diesem Sinne vielen Dank. Was sagst du zu Occupy? Also zuerst finde ich es gut, wenn sich Gruppen wie jetzt hier, verschiedene Gruppen treffen. Also Attac ist dabei, es ist direkte Demokratie dabei. Es sind auch die Piraten dabei, vermisse natürlich auch die anderen Parteien. Ja. Gewerkschaften vermisse ich.
wäre schön. Denn es sollte ein gemeinsames Ziel geben. Und das Ziel ist diese System- oder Gesellschaftskritik. Okay. Ansonsten bin ich Occupy-kritisch, leider, weil ich viele Zeitgeister darin finde, mit denen ich mich nicht zusammentun kann oder für eine Veränderung stehen kann. Ich habe Nationalisten in Facebook und in anderen öffentlichen Trades gefunden, wo ich geschockt bin. Die Abgrenzung gegen rechts muss auch ganz deutlich von Occupy ausgehen. Wir wollen keine Menschenverachter, wir wollen niemanden dabei haben, finde jedenfalls ich, der diese Demokratie sowas mit Füßen tritt und andere Menschen kein Existenzrecht gewährt. Okay. Also das Bekenntnis gegen rechts möchte ich auch. Lass mich da sein, meinst du? Okay, das muss nochmal ganz klar geäußert werden. Auch, okay. Ja. Okay. Genau. Und für gesellschaftliche Veränderungen streiten, denke ich, fängt in der Kommune an, wo man zu Hause ist. Das heißt, was meinst du damit? Also fängt zu Hause an in der Kommune? Was heißt das? Das heißt, dass man zum Beispiel zu Stadtratssitzungen geht, dass man zum Beispiel Anträge an verschiedenste Ausschüsse stellt. Okay. Dass man es auch öffentlich macht. Ich als Bürgerin habe oder als Bürger habe diese und jene Vorschläge zu machen. Okay. Ich danke dir.